Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier auf der Stabenbach. Ja, am Donnerstag heute schon und ihr seht es rechts oben, 30.000 Euro hat der Werner noch. Der Werner hat investiert. Der Werner hat richtig investiert und der Werner hat so investiert, dass es cool ist, glaube ich. Und ja, jeder, der die gestrige Folge geguckt hat, ist auf alle Fälle klar im Vorteil. Und zwar, ich hab mir das jetzt wirklich so zusammengedeichselt, dass es passt. Es passt einfach. Wir haben das, was wir gestern besprochen hatten, und ich möchte euch einfach mal zeigen, was wir haben. Und dann möchte ich noch zwei andere Sachen sagen. Es hat sich so ergeben, also wir haben jetzt die Halle von der Strohbergsedon. Wir haben einen Traktor und wir haben eine Krone Primus. Und das Geilste ist, das Ding passt halt genau hier rein, ne? Das passt halt direkt hier in diese Einbuchtung rein. Guckt euch das mal an. Da fehlt nicht, da kannst du noch, weiß ich nicht, was reinstellen zum Abstellen, weißt du, aber das passt halt genau hier hin. Egal ob links oder rechts, vorne oder hinten. Ich hätte noch ein bisschen weiter nach hinten setzen können, dann wäre es ja ein bisschen bündig gewesen, aber das ist nicht so schlimm. Es passt genau hierher. Und da bietet sich der Platz einfach an, ohne Witz. Also wenn ihr die Stappenbach spielt, wenn ihr euch das Strohbergungsaddon holt, dann ohne Witz, also baut das hierher. Und das Strohbergungsaddon kommt heute raus. Nur für die, die es noch nicht gewusst haben. 30.11.2017 kommt das Strohbergungsaddon raus. Das heißt, diese Halle könnt ihr auch haben. Strohbergungsaddon. Ich muss es nochmal sagen, es soll jetzt keine Werbung oder irgendwas sein, aber ich habe es getestet, ich kenne es, ich habe es mit dem Entwickler gespielt sogar und geil. Einfach nur geil. Ich freue mich drauf. Ich freue mich, dass wir das hier arbeiten können. Ich hab mir die Nacht den Kopf zerbrochen. Ich kann euch das gar nicht sagen. Soll es machen? Soll es nicht machen? Ich habe mir, das ist das erste Video, das gestrige Video, wo ich mir keine Kommentare angeguckt habe. Weil ich mich nicht beeinflussen lassen wollte. Weil ich mir einfach gedacht habe, komm, diesmal nicht. Ich mache das sonst sehr gerne. Wirklich sehr gerne. Aber diesmal habe ich mir gedacht, komm, bevor ich jetzt irgendwie wieder einen Kommentar lese, der mich wieder von meiner Meinung abbringt, habe ich mir gedacht, komm, einfach machen. Einfach machen. Vielleicht bereue ich es irgendwann mal. Kann sein. Wir haben jetzt sehr viel Kredit aufgenommen, aber wir haben eine richtig geile Halle. Wir können, bis die in Betrieb genommen wird, erstmal das Türchen zumachen, würde ich sagen. Ein sogenanntes Falttor oder Klapptor. So, weil, na, muss ja nicht direkt schmutzig werden. Sehr, sehr, sehr cool. Ja, jetzt kommt natürlich die gute Frage. Was hat der Werner für einen Traktor gekauft? Und ich kann euch jetzt schon mal sagen, es ist kein Klaas. Und jetzt Achtung, es ist kein Fendt. Und jetzt haben 50% der Zuschauer schon abgeschalten, es geht nämlich weiter. Die nächsten 10% können euch abschalten, es ist kein Deutz. So, 10 Leute sind noch da. Es ist kein New Holland. Es ist kein Steyr. Und jetzt, die Experten fragen sich schon, jetzt warte mal, warte. Was ist denn jetzt? Es ist ein Valtra. Nee, es ist kein Valtra. Na, was bleibt jetzt noch übrig? Es gibt noch sehr viele andere Marken, ne? Nur ihr müsst berücksichtigen, ich habe einen Traktor mit 300 PS gebraucht. Das muss man jetzt einfach mal so sagen, ne? Und wir spazieren einfach mal jetzt ein Stückchen zum Händler hoch. Er steht schon am Händler. Ich habe ihn schon gekauft. Ich habe auch schon die Krone Primus gekauft. Ich war schon fleißig heute. Und ich habe mir gedacht, komm, bevor sich das jetzt nicht ausgeht und in der Aufnahme, das ist doof und bliblablub, ich zeige euch gleich nochmal die Preise, damit es für euch nachvollziehbar ist. Da vorne seht ihr das. Könnt ihr das sehen? Könnt ihr den Blick erhaschen? Ich sehe nur mal jetzt die vordere Felge, ne? Ich gehe mal so in die Richtung, okay? Könnt ihr das an der Schnauze erkennen? Wenn ihr selber einen Spaß draus machen wollt, ne, dann drückt jetzt auf Pause und ratet einfach mal. Was könnte das sein? Sollen wir uns angucken gehen? Dafür gehen wir schauen, ne? Ja, es ist ein... Warte. Viele haben schon gesehen. Ein Case ist es geworden. Warum, weshalb, sage ich euch gleich. Ein Case Optum. Es werden vielleicht jetzt ein paar sagen, warum? Warum hast du das getan? Es gibt mehrere Gründe dafür. Der ist übrigens, bevor irgendwelche Fragen aufkommen, im Mod-Hub erhältlich. Und habe ich cool gefunden. Ehrlicherweise muss ich sagen, habe ich beim Kollege Oysterpropper gesehen. Hat mir sehr gut gefallen und dann macht, ich gucke mir den auch mal an. Deswegen, wenn der das sehen sollte, lieber Herr Oysterpropper, Basti, schöne Grüße an der Stelle.
Dankeschön, dass du den gezeigt hast. Ich wäre sonst nicht drauf gekommen. Muss ich ehrlich sagen, wenn ich nicht sein Video geguckt hätte oder sein Livestream, wäre ich nicht drauf gekommen. Hat sehr viele Funktionen. Ich habe mir nicht alles genau angeguckt, aber ist schon... Guckt euch mal die Reifen an. Die Reifen, ne? Meine Güte. Ja, es ist ein Case Optum, ne? Ich kann euch das nur sagen. Ich zeige euch den ganz kurz in der Ausführung. Ich wollte zuerst den kaufen, bin ich ehrlich. Den wollte ich kaufen für 263.000. Aber dann habe ich mir gedacht, komm, kauf mal den. Der ist ein bisschen günstiger, wobei ich habe ihn in der Ausführung gekauft, dass er auch so 250.000 kostet. Wir haben 10.000 Euro gespart und wir haben einen sehr schönen Traktor mit IC, mit einer guten, mit wirklich guten IC-Steuerung. Hat er diese gute Einstiegsanimation? Hat er, glaube ich, nicht, oder? Hat er nicht, okay. Ist aber auch nicht so schlimm. Das ist einfach ein Schiff. Das ist echt ein Schiff. Das ist also du kannst, hier, guck mal, das hier ist für die ganzen, wie heißen die Dinger? Panels, glaube ich. Ja. Anmachen, ausmachen. Kannst du noch ein bisschen hier rüberschieben. Ich finde das genial, muss ich echt sagen. Ich finde das wirklich genial. Hier natürlich, den kannst du wegmachen. Auf- und zumachen, mit Geräuschen. Sehr schön. Was haben wir noch alles hier? Es gibt so viel zu entdecken. Ne? Die meisten werden sich denken, lass den scheiß Traktor jetzt mal links liegen, zeig uns die Premos. Natürlich, mache ich gerne. Und zwar, hier haben wir die Krone Premos. Die haben wir uns gekauft und bin natürlich nicht doof, ne? Natürlich habe ich mir sofort dieses Balden-Ding dazu gekauft, weil wir haben noch sehr viel Balden. Und damit ich jetzt nicht wieder ewig lange warten muss, werden wir das gleich anfangen gehen. Warum? Weil ich Bock drauf habe. Deswegen. Deswegen gucken wir uns einfach mal rein, machen wir die Türchen zu. Was sind das hier? Warte mal, ist das noch so ein zusätzlicher Kotflügel? Glaube ja. Weiß nicht, kann sein. Okay, egal. Ach, moin. Du kannst wieder nach Hause gehen. Zumachen. Motor. Oh. Oh, man hört ein bisschen so einen bulligen Unterton. Ja. Wie gesagt, ich wollte einfach mal was anderes haben. Weißt du, ich kaufe sonst sehr viel Fendt. Ich kaufe sonst wirklich andere Sachen. Aber ich habe mir gedacht, komm, jetzt nehmen wir einfach mal den hier. Weil er einfach auch sehr viel kann. Sehr gut aussieht. Und das reicht eigentlich schon. Weißt du, das reicht halt einfach schon vollkommen. Es ist krass, wie sich das Let's Play jetzt innerhalb von ein, zwei Tagen verändert hat. Das finde ich einfach krass. So, weil jetzt auch, wahrscheinlich fragen sich ein paar, wie sieht denn das aus hier mit, wie hänge ich denn das an? Es ist so, ne, du musst hier ranfahren. Ungefähr so. Dann ganz wichtig, du musst aussteigen. Du musst dich dreimal nach rechts drehen und dreimal nach links drehen. Einmal nach oben hüpfen und dann schnell am Boden gucken. Und dann steigst du wieder ein und drückst Q. Okay? Sonst nochmal zurückspulen und dann nochmal gucken. Genau so macht man das. So, dann fahren wir mal runter, das Ding. Oh, mein Gott, habt ihr das gerade gehört? Oh, ja. Okay, jetzt weiß ich auch, warum man 600 Liter Tank hat. Ja. Wie soll ich sagen? Das ist echt, das glaubt ja kein Mensch. Das Traurige an der ganzen Geschichte ist jetzt hier, ne? Der bleibt nur in der Halle stehen, der Traktor. Der bleibt nur in der Halle stehen. Das ist eigentlich ein Trauerspiel. Aber ich brauche halt einen Traktor mit 300 PS vor. So, dann machen wir das natürlich ganz originalgetreu. Ich habe da vorne schon mal mein Teleskoplader gepackt, weil wir uns jetzt gleich ein paar Ballen holen werden. Ich werde natürlich nicht jetzt alles stehen und liegen lassen. Also erstmal schon, aber spätestens am Sonntag werden wir uns natürlich den anderen Sachen widmen. Aber ganz im Ernst, ne? Es passt halt einfach alles zusammen heute. Und deswegen haben wir gedacht, komm, machen wir heute mal das. Weil ich einfach auch sehr wirklich Bock drauf habe. Gut, die Hecke da vorne, die ist nicht mehr lange da, wenn ich da noch zwei, dreimal durchfahre. Ich habe übrigens die... Achso, warte, preistechnisch. Ihr wolltet, wenn jemand zusammenrechnen möchte, ne? Halle 400.000. 400.000 gibt keine Erweiterungsmöglichkeiten, habe ich nicht genug Geld, weiß ich. Halle 400.000, ne? Merken wir uns. Krone Premos 280.000 in dieser Ausführung, alles manuell. Plus... sagen wir nochmal 20.000, das heißt Krone Premos plus Anhang 300.000, sind wir schon auf 700.000, ne? Und dann noch den Case mit 250.000 und dann wisst ihr ungefähr, warum 30.000 übrig geblieben sind. Das sind genau 980.000. Also ungefähr, lass mich gucken,
Ich glaube, ich habe ihn. Ich glaube, ich habe ihn so gekauft. So oder so, ich weiß nicht ganz genau. So 253.000 hat er circa gekostet, ne? Also nur für die Leute, die jetzt sagen, du hast irgendwas gemacht. Nee, ich habe wirklich. Ich wollte es nur nicht in der Aufnahme machen, weil sonst habe ich wieder das Problem, dass die Halle nicht gepasst hätte. Dann kann ich wieder neu laden und bla bla. Das gehört nicht in die Aufnahme und deswegen wollte ich es vorher machen. Habe ich es vorher gemacht. So. Der Strohbergungsaddon sollte mittlerweile ein paar von euch ein Begriff sein. Wir haben wirklich schon ausführlich darüber berichtet, möchte ich fast sagen. Ne? Also berichtet. Berichtet klingt immer so abgehoben. Ne? Wir haben gezeigt. Wir haben einfach nur vorgezeigt. Und ich habe das beim Guten gesehen. Auch schöne Grüße an der Stelle. Heute werden nur Grüße rausgehauen. Ne? Der das so gemacht hat, der kleine Schlingel. Und der Raphael hat es mir dann auch nochmal gezeigt. Du kannst das nämlich so machen und dann... Autosave, bitte, bitte, bitte. Ja, danke. Dann geht das nämlich alles hier direkt rein, weißt du? Und das finde ich schon sehr, sehr cool. So, warte. So, dann machen wir das so, dass wir das auch ausklappen. Wie war das? Mit O, mit X? Mit X war das klar. Welche Frage denn? So, läuft. Lass mal gleich ein paar Ballen holen, oder? Komm, was soll der Geiz? Lass mal gleich ein paar Ballen holen. Ich speichere mal ganz... Achso, hat er gerade Autosave gemacht, ne? Oh Mann, Werner. Okay, ich hab Bock. Ich hab wirklich Bock. Und ich freue mich jetzt schon auf Sonntag, ne? Ich freue mich jetzt schon wirklich wie ein kleines Kind an Weihnachten auf Sonntag, wo wir da endlich ein bisschen drauf rumwerkeln können und spielen können. Und ich finde, die Palle passt hier wunderbar her. Doch, ich finde das gut. Weil ich glaube, dieses grüne Welding, ne? Und dieses weiße Welding mit der gleichen Form der Halle. Also das passt. Ich finde das einfach passend. Sieht ein bisschen so aus, als wie die Halle gemacht haben, auch die andere Halle gemacht haben. Ne? Aber ich möchte es da nicht so weit rauslehnen. Oh mein Gott, ich habe eine Idee. Oh, das wäre ja richtig geil, wenn wir die Paletten, die dann produziert werden, in das Regal hier reinräumen. Oh ja. Das werden wir vielleicht so machen. Mal gucken. Wir haben noch einen Ladewagen, ne? Wie könnte das Stroh, das gerade da oben produziert wird, da oben, wenn wir den Weg hochfahren, könnte ich direkt einlagern, also nicht einlagern, sondern reinwerfen. Und dann können wir mit dem Greifer, das wird ein Spaß. Das wird ein Spaß, das sage ich euch. Ich fand ja die Kompost-Sache schon ziemlich, ziemlich geil, ne? Aber ich finde die Strohbergungs-Addons-Sache noch geiler. Ja, also freut mich jetzt gerade ein bisschen, du. Wie mache ich es jetzt? Ich glaube, ich bringe jetzt... Warte mal, wie viel haben wir hier stehen? 2, 4... Nee, warte mal. 3, 6, 9, 12, 15. Und 1... Ja, komm, ich bringe das jetzt... Sollen wir heute... Nee, lass uns für Sonntag was aufbehalten. Komm, lass uns für Sonntag was aufbehalten. Ich werde das jetzt heute noch verladen. Ne? Oder zumindest beginnen zu verladen. Und dann am Sonntag ist dann richtig partyhart hier. Ne? Dann wird hier 3 Folgen, weil wir da mit dem Strohbergungselement beschäftigt sein. Ich hätte gerade eine crazy Idee, aber ich weiß nicht, ob ich die umsetzen kann. Ich hätte echt gerade eine crazy Idee, ne? Aber... Ich weiß halt nicht, ob ich sie umsetzen kann. Komm, wir machen das jetzt so. Wir machen das jetzt so. Planänderung. Wir werden morgen, aus aktuellem Anlass, werden wir morgen einfach 3 Folgen Stappenbach machen und den Bergmann Freitag auf Sonntag verschieben. Das glaube ich, das können wir so machen. Weil ich habe da jetzt wirklich mega Bock. Ich habe auf Bergmann auch Bock, gar keine Frage. Aber ich bin jetzt so gerade in dieses Flow drin, dass ich mir sagen muss, geil, warum nicht? Und außerdem, vielleicht, das ist ja meine nächste Hoffnung, kann ich euch ein paar Fragen oder ein bisschen vorzeigen, wie das funktioniert, wenn ihr das Strohbergungs-Addon jetzt haben solltet, weil es gibt ja, ist ja erhältlich, normalerweise, dann kann ich euch vielleicht schon 2, 3 Fragen beantworten oder vielleicht guckt ihr das Video und sagt mir, okay, ich weiß jetzt, wie das funktioniert, weißt du? Vielleicht ist das auch ein besserer Weg. Ja, wir machen das so. Wir machen morgen nochmal 3 Folgen. Also jetzt machen wir morgen. Quatsch. Morgen Freitag. 3 Folgen Stappenbach. Samstag ganz normal Klingenbach.
Und dann am Sonntag machen wir dann nicht Stappenbach, sondern Hofbergmann. Dann haben wir die zwei Tage einfach getauscht. Passt, glaube ich. Kann man, glaube ich, so machen. Die Frage ist nur, was wir jetzt mit dem Gras machen. Das können wir vielleicht noch für Kombos verwenden. Oder? Ja, muss ich mir was überlegen. Weil Heu kann ich jetzt nicht mehr machen. Nicht gut, ne? Shit. Ja, muss man gucken. Oh, was eine Folge. Was eine Folge. Liebe Leute, ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Wie gesagt, wenn es nicht jeder bis zum Ende geguckt hat, was ich verstehen würde, dann sagt den Leuten, wenn sie morgen Stappenbach sehen und fragen, wo ist Hof Bergmann, schreibt es einfach in die Kommentare und sagt, jo, der Werner hat es gestern noch angekündigt, aus aktuellen Anlass eben am Samstag, Freitag, so jetzt habe ich es aber gleich richtig, Freitag machen wir 3 Folgen Stappenbach. Ja, wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben da lassen, würde ich mich sehr freuen. Morgen sehen wir uns dann wieder. 3 Folgen. Ich freue mich jetzt schon drauf. Wie verrückt. Und ich hoffe, ihr seid morgen mit dabei. Macht es gut. Ciao, ciao.